In ein paar Tagen ist Zeugnisübergabe. Wie bringst du denn deinen Eltern schlechte Noten bei? Gibt es da irgendwelche Tricks? Also nicht wirklich. Meine Mutter akzeptiert es, aber sie motzt mich auch, erklärt auch. Und wenn ich mal eine schlechte Note geschrieben habe oder ein schlechtes Zeugnis habe, dann sagt sie ja, du kriegst in der nächsten 3 Monate kein neues Handy oder kein neues Haus oder kein neues Schuh. Da ist sie wirklich wirklich strenger. Also es ist meistens so, wenn ich jetzt eine schlechte Note habe, dann zöge ich so lange aus, bis ich eine bessere habe und sage sie dann also gleichzeitig. Und das funktioniert dann oder wie reagieren deine Eltern? Ja, sie sieht halt, in dem Fach war es jetzt gut, also war es in dem beim nächsten Test nicht so gut, sie aber dafür im anderen wieder besser. Gibt es irgendwelche Strafen? Nein, überhaupt nicht. Wie bringst du deinen Eltern deine Noten bei? Ja, also wenn sie am Morgen nur so halb schlaft, oder halt, wenn sie schlecht drauf ist, dann sage ich es halt erst am nächsten Tag oder so. Ich warte, bis sie besser drauf ist und so. Aber meine Mama ist eigentlich nicht so streng. Sie sagt halt, ja, nächstes Mal mehr lernen und so. Muss halt mehr Mühe geben. Ja, meine Eltern akzeptieren es eigentlich und sagen einfach, ich soll das nächste Mal mehr lernen und bessere Noten schreiben. Gibt es besondere Tricks, wie du es ihnen sagst? Nein, nicht wirklich. Ich sage es ihnen auch gleich, wenn ich ankomme. Also sechs Jahre, ich habe schlechte Note, sie sind im nächsten Mal besser, mehr lernen. Ich sage es einfach und sie können eh nichts ändern. Gibt es besondere Tricks, wie du ihnen die schlechten Noten beibringst? Ja, wenn sie am Ufer sind oder wenn sie angeheitert sind. Und das funktioniert dann? Ja, dann können sie eh nichts ändern. Am nächsten Tag wissen sie es gar nicht. Also kommt es auch zu keinen Strafen? Ja, mehr lernen halt manchmal. Sagen sie, ich soll mehr lernen oder ja, das ist alles. Beim Mittagessen, wenn sie voll abgelenkt ist, sie konzentriert sich immer so voll aufs Erste, halt meine Mutter. Und dann schaut sie nicht gerade so halt auf mich. Dann ist sie nicht so böse. Meistens noch am Schaffen und unterschrieben leuchtet am Morgen früh, wenn sie noch mal halb schlafen ist.